der politischen Ökonomie zur Erklärung des Antisemitismus in dem Titel ist in gewisser Weise ein Widerspruch oder sind auch zwei Phasen in der Marxischen Theoriebildung angesprochen. Sozusagen auf der einen Seite der Marx in der Judenfrage von 1843, der Marx vor der Kritik der politischen Ökonomie, der dementsprechend auch nicht in der Lage war, den Kapitalismus als Ganzes zu analysieren. Überall dort, und darüber möchte ich auch und vor allen Dingen sprechen, wo Linke heute wieder hinter die Kritik der politischen Ökonomie zurückfallen, haben sie ja nicht nur keinen oder einen falschen Begriff auch vom Antisemitismus, sondern verhalten sich ihm gegenüber ja bestenfalls defätistisch, ja, wenn sie nicht sogar selbst antisemitisch agieren, vor allen Dingen sprechen. Die Grenzen der Kritik der politischen Ökonomie sind meiner Meinung nach, das kann man gleich vorwegnehmen, mit Auschwitz benannt. Mir ist kein Ansatz bis jetzt bekannt, aber vielleicht kommen wir in der Diskussion oder morgen weiter, der ja Auschwitz sozusagen auch erklärt. Hingegen der Antisemitismus, und da beziehe ich mich dann im Folgenden vor allen Dingen auf Postone, und hier sind eben die Chancen der Kritik der politischen Ökonomie angesprochen. Der Antisemitismus ist sehr wohl auf dieser Basis zu erklären, aber dazu später. Ich möchte im Folgenden auch und zunächst das Verhältnis der sozialistischen und später auch der kommunistischen Bewegung einerseits eben zur sogenannten Judenfrage, andererseits zum modernen, zum politischen Antisemitismus, also zum Antisemitismus des frühen Mitte 19. Jahrhunderts, also noch nicht des sogenannten rassistischen Antisemitismus. Und hier gleich vorneweg, bei allen persönlichen antisemitischen Ressentiments von vielen Theoretikern und Theoretikerinnen, Funktionären und Funktionärinnen der Arbeit seit Marx und Engels, kann bei einem entsprechend engen Verständnis des Begriffes Antisemitismus meines Erachtens von einem originär marxistischen Antisemitismus nicht die Rede sein. Dort, wo Sozialistinnen und zumindest in Österreich, auf den Unterschied zu Deutschland kann ich gerne noch zu sprechen kommen, also deutlich seltener Kommunistinnen antisemitisch agierten, vor allen Dingen sprachen, taten sie dies aufgrund ihrer Verwobenheit mit dem herrschenden Diskurs, unter anderem. Wir haben es hier mit einer Frühform des Antisemitismus ohne bekennende Antisemitinnen zu tun. Mit der expliziten Abgrenzung vom Antisemitismus auf der einen Seite, aber unter Beibehaltung seiner Rhetorik, unter Beibehaltung seiner Bilder. Also das meine ich sozusagen mit Verwobenheit in den antisemitischen Diskurs. Arbeiterinnen bewegte antisemitische Agitation, also wenn ich sage, es gibt keinen marxistischen Antisemitismus, heißt das nicht, es gibt keinen linken Antisemitismus, also den gibt es eben sehr wohl. Dieser erscheint als notwendiges Produkt des Rückfalls hinter die Kritik der politischen Ökonomie und als Produkt, wie Horkheimer das einmal formuliert hat, 1939, als Produkt oder als Folge der Übersetzung dieser Kritik, Zitat, in den Brustton von Gewerkschaftsfunktionären. Ja, das ist das Problem der Popularisierung dieser Kritik angesprochen und inwieweit die Popularisierung nicht automatisch auch zu einer Verfälschung bzw. unter Anführungszeichen Verkürzung führen muss. Als Ausdruck von Opportunismus und Populismus im Kampf um die Gewinnung neuer eben kleinbürgerlicher und bäuerlicher Wählerinnenschichten. Also das ist eine der Ursachen für diesen linken Antisemitismus, dieser Opportunismus und dieser Populismus, der, wie ich meine, für die
deutsche und österreichische Sozialdemokratie ab Mitte der 1920er Jahre charakteristisch ist. Wobei hier eben, und das ist der Unterschied, wie ich meine, zwischen Deutschland und Österreich, die österreichische kommunistische Partei diesen Kurswechsel in den 20er Jahren, also die Umorientierung auf kleinbürgerliche Schichten, sogar auf bäuerliche Schichten, nicht vollzogen hat. Also sie blieb in gewisser Weise, in Anführungszeichen, radikaler und war, eben ist die These, darum nicht so antisemitisch in der Agitation, beziehungsweise auch so unfähig, den Antisemitismus zu erkennen als Bedrohung und ernst zu nehmen wie die deutsche kommunistische Partei, die ja diesen Schwenk in den 20er Jahren vollzogen hat. Zusammenfassend kann man das Scheitern der historischen Linken in Deutschland und Österreich zurückführen auf ein falsches Verständnis vom Antisemitismus, auf taktische Rücksichtnahmen, eben auf Opportunismus, auf klassenreduktionistische Positionen, auf den klassischen Ökonomismus. Ja, und all das bedingt, wie gesagt, das Scheitern dieses Bewegungsmarxismus in Deutschland und Österreich angesichts der antisemitischen Bedrohung. Wenn wir, oder beziehungsweise im Fall der antiliberal-etatistischen Strömung dieser Arbeiterinnenbewegung, wie sie vor allen Dingen mit Ferdinand Lassalle verbunden ist, kommt zu diesem Scheitern, wie ich meine, auch Wegbereitung dazu, also Wegbereitung gegenüber dem Antisemitismus. Ja, kurz etwas, oder hoffentlich nicht zu lang, zum Marx-Text zur Judenfrage von 1843. Der linke, in Anführungszeichen, Antisemitismus entspricht einem bestimmten frühen Bewusstseinsstand. Er ist zu charakterisieren als reaktionärer, also rückwärtsgewandter und vor allen Dingen personalisierender Antikapitalismus, ja, der aus dem Kapitalismus als Struktur das Werk von Personen macht. Ja. Also zur Personalisierung gehört natürlich auch immer die Moralisierung. Ja. Der Marx zur Judenfrage ist noch ein heilloser Moralist. Ja. Ein reaktionärer und personalisierender, moralisierender Antikapitalismus, der, und das ist seine zweite Eigenschaft, auf der von der Produktion abgetrennten oder abgespaltenen Ebene der Zirkulation verharrt, gewisserweise an der Oberfläche. Auch Marx selbst verfügt zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Schrift zur Judenfrage noch nicht über das theoretisch-analytische Rüstzeug, um den Kapitalismus vollständig zu erfassen. Er vermochte nicht, wie Detlef Clausen schreibt, hinter den Schein der bürgerlichen Gesellschaft die Zirkulation zu schauen. Clausen schreibt weiter, erst dem Autor des Kapitals war es möglich, den Zusammenhang von an Dinge gebundenem gesellschaftlichen Verkehr der Menschen und ihrem verkehrten Bewusstsein zu durchschauen. Zitat Ende. Also stattdessen setzte er eben die Zirkulation mit dem Judentum. Das Judentum wird ihm quasi zur Metapher für die Zirkulation. Marx besitzt auf dieser Stufe, wenn man so will, der Erkenntnis des theoretischen Fortschritts, nur einen sehr abstrakten Begriff von gesellschaftlicher Macht, eben das Geld. Erst später, der Karl Marx der Grundrisse, wird dann schreiben, Zitat, es ist aber eben diese fertige Form, die Geldform der Warenwelt, welche den gesellschaftlichen Charakter der Privatarbeiten und daher die gesellschaftlichen Verhältnisse der Privatarbeiter fachlich verschleiert, statt sie zu offenbaren. Zitat Ende. Aber wie gesagt, 1843 vermag Marx noch nicht hinter diesen Schleier auch zu sehen.
Er nimmt, wie gesagt, den Repräsentanten der kapitalistischen Ökonomie für die ganze Ökonomie. Das Geld nimmt er für die Gesamtheit der ökonomischen Verhältnisse. Also Detlef Clausen attestiert Marx hier auch eine Verwechslung von Abstraktion und Wirklichkeit. Die antimarxistische Linke in der Tradition, oder ja, die anti- und unmarxistische Linke in der Tradition eines Proudhon, Bakunin, aber auch Lassalle auf eine andere Art, konservierte diesen frühen Bewusstseinsstand, diesen Erkenntnisstand vor der Kritik der politischen Ökonomie und verband ihn mit gerade aufkommenden dann rassistischen Konstruktionen. Ob insbesondere der zweite Teil von Marx' Schrift zur Judenfrage selbst als antisemitischer Text zu lesen ist, würde ich zumindest vorschlagen, dass uns das nicht heute beschäftigt. Es gilt meiner Meinung nach vielmehr zu fragen, inwieweit in diesem Text das Verhältnis der sich auf Marx berufenden Linken zum Antisemitismus angelegt ist. Also in dieser Identifikation der Zirkulationssphäre des Geldes mit dem Judentum hatte das Folgen für die Linke in Deutschland und Österreich zumindest. Ich glaube ja, auch im Gegensatz zu Detlef Clausen, der die Bedeutung dieses Textes sowohl für die Arbeiterinnenbewegung als auch für den Antisemitismus, trotz Werner Sombart, der auf mehreren Seiten, vor allen Dingen im deutschen Sozialismus, auf Marx Bezug nimmt, auf diese Schrift. Ich bringe dann noch auch Beispiele aus der Arbeiterinnenbewegung, die meiner Meinung nach nahelegen, die Bedeutung dieser Schrift doch deutlich höher zu veranschlagen, als das Detlef Clausen tut. Ja. Aber vielleicht ist das auch eine Differenz zwischen Deutschland und Österreich. Ich glaube, dass es in Österreich noch einmal, zumindest in der Literatur, ich komme dann darauf zu sprechen, also in der historischen Literatur, eine größere Bedeutung hatte, wie in Deutschland, aber es wirkte auch in Deutschland nach, sogar, ich komme dann gleich darauf zu sprechen, in der kritischen Theorie und hier vor allen Dingen beim Horkheimer von 1939, im Zeitpunkt der Schrift, die Juden und Europa, wo er sozusagen noch, ja, wie Marx, eben diesen theoretischen Kurzschluss vollzieht, das antisemitische Bild der Identifikation der Juden, unter Anführungszeichen, also ich spreche, wenn ich nur die männliche Form verwende, von Bildern von Juden und Jüdinnen, also von antisemitischen Imagines, und wenn ich von realen Juden und Jüdinnen spreche, dann spreche ich dann von beiden Geschlechtern. Also wie gesagt, ich halte die Bedeutung für viel höher als Clausen das macht, weil ich es gerade hier habe. Es gibt auch aus Deutschland ein Beispiel, das gegen Clausen spricht, aus der Roten Fahne von 1923, wo einfach der Text 1923 schon in der Auseinandersetzung mit der NSDAP wieder veröffentlicht wurde zur Judenfrage und wo es auch die KPD nicht vergaß, in Zwischentiteln darauf hinzuweisen, dass die Nazis nicht die einzigen sind und nicht die ersten sind, die sich über die Lösung der Judenfrage Gedanken machen würden. Da heißt es eben, den Nationalsozialisten ins Stammbuch. Ja, schaut her, sozusagen auf die Art, unser Karl Marx war doch viel früher, es war der Erste, der sich diese Gedanken gemacht hat. Wie wirkte dieser Text in der Linken? Auf der einen Seite beförderte er die verzerrte Wahrnehmung von Juden ausschließlich als Agenten der Zirkulation. Er befördert die verzerrte Wahrnehmung von Juden ausschließlich als Bourgeois. Dies führte nicht nur zu drastischen Fehleinschätzungen des Antisemitismus als weiterentwickelbarer und anknüpfungswürdiger Antikapitalismus, sondern diese Fehleinschätzung und diese Identifikation erschwerte auch auf lange Zeit eine
uneingeschränkte Parteinahme für die verfolgten Juden und Jüdinnen, da es sich ja um Klassenfeinde, um Bourgeois gehandelt hat. Ein Beispiel aus Österreich, Otto Bauer aus dem Jahr 1910. Ich zitiere, der Antisemitismus war hier, er meint die weniger kapitalistischen Staaten, nichts anderes als der erste naive Ausdruck des Antikapitalismus. Die Sozialdemokratie hatte hier nicht die Aufgabe, das jüdische Kapital gegen seine Gegner zu beschützen, sondern nur die Massen zu lehren, dass das jüdische Kapital bekämpft werden muss, nicht weil es jüdisch ist, sondern weil es Kapital ist. Schon, und jetzt kommt wieder der Verweis, schon Marx Judenfrage hat uns von dem liberalen Philosemitismus schroff geschieden. Eine Judenschutztruppe ist die Sozialdemokratie nie gewesen. Zitat Ende. Und leider, zumindest muss man es für den österreichischen Fall bestätigen. Also hier ist dieser Defaitismus im Kampf gegen den Antisemitismus rationalisiert in Form von Theorie. Aber ich habe es angedeutet, auch in der kritischen Theorie wirkt diese Identifikation von Zirkulation und Judentum nach. Vor allen Dingen, wie gesagt, im Horkheimer Text von 1939, die Juden und Europa, der ihm selbst später auch so unangenehm war, dass er unbedingt ihn nicht wieder publiziert haben wollte, aber zumindest auch in einem der Elementen des Antisemitismus, der Dialektik, der Aufklärung. Also, wir haben bei Horkheimer meiner Meinung nach noch diesen frühen marxischen Irrtum, wonach Juden und Jüdinnen, in dem Fall kann man von den realen Personen sprechen, ausschließlich oder vor allen Dingen in der Zirkulation sozusagen eingesperrt gewesen sein. Ich sage nicht, dass das antisemitisch ist. Im Antisemitismus fungiert als vermittelnde soziale Instanz im Tauschakt eben nicht das Geld, sondern der Jude. Soweit sind ja nicht, also ist weder Marx noch Horkheimer gegangen, darum finde ich auch es falsch, auch den Marx-Text als antisemitisch zu bezeichnen. Er ist, wie gesagt, ein Text, der in anti-antisemitischer Absicht geschrieben wurde, aber dennoch wie ein antisemitischer Text klingt. Dieses Verharren in diesem Irrglauben führt im Fall von Adorno und Horkheimer dann sogar so weit, zu Formulierungen wie folgende aus der Dialektik der Aufklärung, wo es heißt, dass die Juden also so lange in der Zirkulation gefangen gewesen seien, als dass sie nicht den Hass durch ihr Wesen zurückspiegelten. Ja, also hier eigentlich etwas angesprochen, wogegen sich Adorno und Horkheimer bei jeder anderen Gelegenheit sympathischerweise gewehrt haben und worauf sie hingewiesen haben, dass Antisemitismus ursächlich natürlich nichts mit dem Verhalten von Juden und Jüdinnen zu tun hat, sondern die Ursache im Subjekt, im antisemitischen Subjekt zu suchen sind. Hier ist plötzlich aber die Rede vom Wesen der Juden, die, wie gesagt, ein Spiegel des Hasses sind. Also das heißt auch sozusagen, es wird dem Antisemitismus entgegengekommen, ihm auch in gewisser Weise Recht gegeben. Und da sind wir wieder auch eben bei dieser Verwechslung von antisemitischen Zuschreibungen und Bildern und der Realität jüdischen Lebens. Ja, wobei, wie gesagt, und das ist auch nicht in Abrede zu stellen, diese Realität natürlich vom Antisemitismus geprägt war. Stichwort Berufsverbot, Stichwort Einschränkung der Bewegungsfreiheit und so weiter. Ähnliches lässt sich ja auch weiter zurückgehen am Bild des sogenannten
Wucherjuden zeigen. Und das finden wir auch immer wieder, auch in der linken Literatur, wo das antisemitische Bild des Wucherjuden sozusagen für die Realität genommen wird, wo tatsächlich dann ein Zusammenhang eben von Judentum und Wucher außerhalb der antisemitischen Fantasie dem in gewisser Weise Recht gegeben wird. Morgen im Lesekreis werden wir diese Kritik vielleicht auch dann noch konkretisieren an den, also zumindest an einer der Thesen, der Elemente des Antisemitismus, wobei in dieser Schrift, wie ihr wahrscheinlich kennt und auch, oder auch bekannt ist, ja dieser sehr disparat sozusagen in der Zusammenfügung, es ist kein Aufbau, es sind eigentlich wirklich getrennte auch Zugänge zum Antisemitismus, die sich in sich also dann auch in gewisser Weise auch widersprechen. Ja, also in einer der Thesen sind sie sozusagen weiter in der anderen. Zurück nochmal zur Arbeiterinnenbewegung, weg von der kritischen Theorie. Ich meine, dass ich am fatalsten hier die zunächst hegemoniale, später dann etwas zurückgedrängte Auffassung des Antisemitismus als sozialistische Vor- oder Frühform ausgewirkt hat. Wie gesagt, auch das ist auf den Marx-Text zurückzuführen, weil wenn Juden sozusagen das Geld, die Zirkulation repräsentieren und die für den Kapitalismus als Ganzes gesetzt wird, dann ist Antisemitismus, also Feindschaft gegen Juden, auch Antikapitalismus und an und für sich etwas bei allen Fehlern, was Positives, eben eine Frühform des Sozialismus ist. Es gibt diese berühmte Resolution zum Kölner Parteitag der Deutschen Sozialdemokratie 1893. Und hier ist es wichtig, auch um der Sozialdemokratie ein bisschen historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bis 1890, also von, wir können sagen von 1878 bis 1890, herrschte ein anderes Bewusstsein vor, auch nicht so ein ausgeprägter Defaitismus. Es wurde zum Beispiel auch darauf hingewiesen, auf die gemeinsame Wurzel von Judenhass und Sozialistenhass, also wie es geheißen hat, in der Gleichheit. Es war aber die Zeit der Sozialistengesetze bekanntlich, wo tatsächlich die Sozialdemokratie ja nicht nur in einer marginalisierten Position war, sondern auch verfolgt wurde, beziehungsweise auf jeden Fall alles andere wie eine hegemoniale Kraft und Teil des herrschenden Blocks. Ja, mit dem Klassenkompromiss um 1890, also Sozialdemokratie, wird Teil sozusagen des herrschenden Blocks, wird integriert, kommt es auch hier wie ein paar Jahre zuvor auf Seiten des Bürgertums, ja, dass diesen Klassenkompromiss mit dem Adel, mit dem Junker, nach 1848 vollzogen hat und auch, so wie später meiner Meinung nach die Sozialdemokratie, die Juden und Jüdinnen verraten hat und auch die eigene Vergangenheit. Also, und das deckt sich mit Erkenntnissen auch der Antisemitismus-Theorie, wonach der Jude sozusagen das Dritte auch darstellt. Das heißt, wenn sich zwei feindliche, an und für sich antagonistische feindliche Kräfte versöhnen, Gemeinschaft bilden, geht das zu Lasten eines Dritten und der ist historisch bedingt der Jude. Und so glaube ich, ist das Datum nicht zufällig, 1893, also zur Zeit der Sozialistengesetze, der sogenannten, hätte diese Resolution sicher anders geklungen. Ich zitiere Bebel: Die Sozialdemokratie bekämpft den Antisemitismus als eine gegen die natürliche Entwicklung der Gesellschaft gerichtete Bewegung, die jedoch trotz ihres reaktionären Charakters und wider ihren Willen schließlich revolutionär wirkt, weil die vom Antisemitismus gegen die jüdischen Kapitalisten aufgehetzten kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Schichten zu der Erkenntnis kommen müssen, dass nicht bloß der jüdische Kapitalist, sondern die Kapitalistenklasse überhaupt ihr Feind ist, und dass nur die Verwirklichung des Sozialismus sie aus ihrem Elend befreien kann.
Zitat Ende. Dieses gewissermaßen Gründungsdokument der sozialistischen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, eben unter defetistischen Stern, vereinigt bereits sämtliche Missdeutungen und Fehlannahmen. So den Glauben an den Antisemitismus als Relikt des Feudalismus, welches im, und hier auch Rufzeichen, zwingenden Fortgang der Geschichte bald verschwinden werde. Also auch damit wurde das Abseitsstehen vom Kampf gegen den Antisemitismus begründet, dass es sozusagen ein Relikt aus der Vergangenheit sei und es sei reine Zeitverschwendung, diesen Kampf zu führen. Es heißt weiter in dieser Resolution, die Sozialdemokratie lehnt es ab, Zitat, ihre Kräfte im Kampf gegen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung durch falsche und darum wirkungslos werdende Kämpfe gegen eine Erscheinung zu zersplittern, die mit der bürgerlichen Gesellschaft steht und fällt. Wobei, Zitat Ende, man hier auch sagen muss, das war auch die Zeit, in der Stichwort Attentismus, die Sozialdemokratie zu einer Haltung umgeschwenkt ist, angesichts eben der angenommenen Zwangsläufigkeit der Entwicklung, ja, zu warten, bis diese Gesellschaft fällt. Das heißt auch, man hat nicht nur nicht den Antisemitismus bekämpft, sondern man hat auch sozusagen sich auf das Warten zurückgezogen und ja, die Geschichte oder den Weltgeist, wenn man so will, seines Amtes walten lassen. Die fälschlicherweise Bebel zugeschriebene Definition des Antisemitismus als Sozialismus des dummen Kerls hat, wie ich meine, grundsätzlich etwas Richtiges. In einem nicht affirmativen Verständnis, nämlich sowohl dieses Sozialismus als auch des dummen Kerls, weist sie nämlich auf die antikapitalistische Stoßrichtung des Antisemitismus und darauf weist auch Moshe Postone, zu dem ich gleich komme, ja hin. Doch, aber im Gegensatz zu dieser kritischen Perspektive, wie sie auch Postone einnimmt, die im Antisemitismus eine eigen und eine beständige und eigenständige ideologische Formation erkennt, neigte die Sozialdemokratie mehrheitlich dazu, den Antisemitismus eben nicht als eigenständige Formation zu erkennen und zu bekämpfen, sondern sogar als Durchlauferhitzer zu begrüßen. So etwa Wilhelm Liebknecht auf der Kölner Konferenz, Zitat, ja, die Herren Antisemiten ackern und säen und wir Sozialdemokraten werden ernten. Ihre Erfolge, also die Erfolge der Antisemiten, sind uns also keineswegs unwillkommen. Zitat Ende. Ja, Moshe Postone, wie gesagt, war ja einer der ersten, der versucht hat, eine systematische Integration der Kritik der politischen Ökonomie in die Antisemitismusforschung zustande zu bringen. Er geht aus von der marxischen Analyse der Warenform, hier vor allen Dingen eben von dem Doppelcharakter der Ware, die bekanntlich beides ist, in einer dialektischen Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert. Davon ausgehend betrachtet er die besonderen Charakteristika der Macht in der Moderne, die eben diese Charakteristika der Antisemit, die Antisemitin, den Juden zuschreibt, nämlich Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität, Mobilität. Und zu Recht weist Postone darauf hin, dass all das auch Charakteristika der Wertdimension der Ware sind. Und diese Wertdimension, wie gesagt, wird abgespalten. Das heißt, der Doppelcharakter der Ware wird aufgespalten in den Guten, das Gute, das Konkrete, den Gebrauchswert und das Abstrakte, das eben Zirkulierende, das Wurzellose, Globale, in den Tauschwert. Also das heißt, Postone leitet
aus der Bahn und aus der Wertform so etwas wie eine innere Logik des Antisemitismus ab. Er sieht in dieser Form, er sieht diese Form ursächlich verantwortlich für den modernen Antisemitismus, der bei ihm ja auch dadurch zum notwendig falschen Bewusstsein wird. Ich zitiere Postone: Die abstrakte Herrschaft des Kapitals, wie sie besonders mit der raschen Industrialisierung einhergeht, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut zu werden vermochten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Zitat Ende. Hier ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aussagen der kritischen Antisemitismusforschungen beinhaltet, die auch im Übrigen, ich bin ja im Präventionsbereich, im pädagogischen Bereich, ich arbeite mit Jugendlichen und gerade in diesem Bereich ja tagtäglich auch schlagend wird, nämlich der Zusammenhang zwischen undurchschauter Herrschaft, also zwischen der Fähigkeit und ja auch dem Willen, sozusagen sich die Mühe der Kritik und dem Versuch, diese Herrschaft zu durchschauen zu machen, und dem Antisemitismus klar herausgestellt. Oder wie Detlef Clausen es formuliert hat, wenn die Menschen sozusagen ihre Gesellschaft durchschauen, dann werden sie die Juden sozusagen richtig sehen, also den Antisemitismus nicht mehr brauchen, sinngemäß. Im wahren Fetischismus, was im Übrigen kurz noch zur Prävention sozusagen die klassische politische Bildungsarbeit, also die Hilfestellungen oder klassische Aufklärung oder Hilfestellungsversuche, eben bei diesen Versuchen die Welt zu verstehen, die Richtigkeit, das nochmal deutlich macht, was viel mehr bringt als Erzählungen über darüber, wie Juden und Jüdinnen wirklich sind oder wie gemein der Antisemitismus oder wie falsch die antisemitischen Vorurteile sind und so weiter. Also auch hier in der Prävention, vor allem in der pädagogischen auch, sozusagen diese Wendung aufs Subjekt zu vollziehen, also zu versuchen, das Subjekt Mittel und Wege zu zeigen, die Gesellschaft zu durchschauen. Im Wahn, also weil, wie gesagt, je mehr sie dazu in der Lage ist, desto weniger wird sie auf die Juden und Jüdinnen zurückgreifen, um diese Lücken im Wissen zu stopfen. Zurück zu Postone. Im Wahnfetischismus, wie gesagt, treten die eigentlich sozialen Beziehungen nicht als solche, als soziale Beziehungen in Erscheinung. Diese Beziehungen stellen sich antinomisch dar, das heißt als Gegensatz von Abstrakten und Konkreten. Postone geht er noch weiter, er beschreibt eben aufbauend auf diese Erinnerung an das Fetisch- oder Wahnfetisch-Kapitel bei Marx, bezeichnet er dann den Antisemitismus, wie ich meine, zu Recht, als Extremform des Fetisch. Fetisch, der eben Soziales in Natur verwandelt, Abstraktes in Stoffliches oder Konkretes, der im Übrigen hier in diesem Verständnis, wie ich meine, für die Antisemitismusforschung noch gar nicht nutzbar gemachte, auch Ähnlichkeit, Parallele aufweist zum Mythos bei Roland Barthes vor allen Dingen. Auch hier der Mythos von Barthes wird ähnlich gefasst, nämlich als Verwandlung von Gesellschaftliches in Natürliches. Insofern ist er immer auch Teil von herrschender Ideologie, beziehungsweise von Ideologie der Herrschenden, weil ja bekanntlich Natürliches nicht zu ändern ist. Der Mythos von was? Roland Barthes, ein französischer Autor, der ein Buch Die Mythen des Alltagslebens heißt, glaube ich, der Titel, wo er so ähnlich wie sozusagen mit dem Fetisch bestimmt.
Ja, also der Fetisch verwandelt den unpersönlichen Tauschakt in persönliche Beziehungen. Ja, wir haben es hier zu tun auch mit einem Verständnis von Entwicklung der Herrschaft zu immer abstrakteren Formen, zu immer vermittelteren Formen, also weg von der personalen Herrschaft im Lauf der Geschichte hin eben zur Herrschaft, zur abstrakten Herrschaft, zur Herrschaft des Kapitals und gleichzeitig, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Unfähigkeit oder fehlenden Bereitschaft, diesen Prozess zu durchschauen, die Neigung doch wieder zurückzugreifen, eben zu personalisieren, ja, und auch den Tauschakt wieder in persönliche Beziehungen zu übersetzen. Aber noch einmal, das ist Eigenschaft des Fetisches und der Fetisch liegt nicht nur in der, also mehr noch als in der Psychoanalyse, wenn man so will, außerhalb des bewussten Willens der Menschen. Ja. Das ist, hier besteht eben, du mal vorher vom notwendig falschen Bewusstsein gesprochen, hier besteht eine Zwangsläufigkeit, die sich aber, wie ich meine, trifft mit dieser Neigung, mit dieser individuellen Neigung im Vor- und Unbewussten zurückzugreifen auf eigentlich schon überwundene Formen und Stadien auch der Entwicklung. Im nächsten Schritt bei Bostone, eben nachdem er über die Aufspaltung Gebrauchs und Tauschwert spricht, also die Auflösung des Doppelcharakters der Arbeit, den Fetisch, an den Fetisch erinnert und den Antisemitismus als Extremform des Fetisch kennzeichnet, im nächsten Schritt skizziere diese Weiterentwicklung zur Biologisierung dieses Gegensatzes, der, wie gesagt, kein natürlicher ist, sondern das Ergebnis von Spaltung, von Aufspaltung. Das heißt bei ihm, so wird der Gegensatz von stofflich Konkretem und Abstraktem zum rassistischen Gegensatz von Arier und Jude. Der moderne Antisemitismus besteht in der Biologisierung des Kapitalismus, der selbst nur unter der Form des erscheinenden Abstrakten verstanden wird, als internationales Judentum. Ein weiterer Punkt, der immer oder in der Rezeption von dem Bostone-Text, also ich beziehe mich hier auf Antisemitismus und Nationalsozialismus, auch sein bekanntester Text, der immer ganz gern übersehen wird, leider, ist, dass er diesen Gedanken dann auch weiterführt ins Politische, nämlich an dem Punkt, wo es um die Trennung in, also durchaus in Analogie oder die Spaltung in politischer Staat und bürgerlicher Gesellschaft. Ja, auch das bildet ja sozusagen auf der einen Seite eine Einheit, auf der anderen Seite haben wir es zu tun hier mit einer Trennung, die sich aber im Individuum darstellt als Trennung zwischen dem Staatsbürger, also dem Citoyen, der den Gemeinnutz kennt oder nur den Gemeinnutz kennt, und auf der anderen Seite dem Bourgeois, hier verstanden jetzt als Eigner der Produktionsmittel beziehungsweise als Privatperson mit einem individuellen Interesse. Tatsächlich ist in der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen die Person beides, es kommt aber hier eben auch zur Spaltung. Tatsächlich ist als Staatsbürger eben, wie Bostone schreibt, das Individuum abstrakt, aber als Privatperson, als Bourgeois, ist das Individuum konkret. Ja, und sozusagen die Pointe daran ist eben der Hinweis, dass die Juden, Zitat, nach ihrer politischen Emanzipation als einzige Gruppe in Europa die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politische Abstraktion erfüllten. Sie gehörten abstrakt zur Nation, aber selten konkret. Ja, und Hannah Arendt hat in den
ihren Elementen, also totalitäre Herrschaft in dem Fall, gerade am österreichischen Beispiel, an der Habsburger Monarchie, genau auf dieses Moment hingewiesen. Also wo sozusagen die einzigen quasi österreichischen Bürgerinnen dieses Staates, dieser Doppelmonarchie, die Juden und Jüdinnen waren. Und ihre These, sozusagen, sie genau aus diesem Grund so viel von der Feindschaft, nämlich die sich gegen den Staat richtete, gegen die Habsburger Monarchie, die auch von links kam, abbekommen. Also nicht mehr sozusagen die Schutzjuden als Opfer rebellischer Aggression der Subalternen, die nicht sozusagen bis zu den wahren Herrschenden durchkommt, sondern die abstrakten Citoyens, Staatsbürger. Dieser Gegensatz, und da bin ich bei Ulrich Enderwitz, der Postone kritisiert, vor allen Dingen wegen der, wie er meint, Vernachlässigung des Staates in seiner Theorie. Und ich meine, gerade hier an diesem Punkt, wo er Bourgeois und Citoyen und diese Spaltung bespricht und auch diese Identifikation eben des Bourgeois, des Eigennützigen, auch dann, der dann auch zum Teil auf den Juden projiziert wird. Enderwitz baut seine Arbeit zum Volksstaat, zum Deutschen, zur deutschen Sonderform, wenn man so will, dieses modernen bürgerlichen Staates auch genau auf diesen Widerspruch auf, wobei er ihm sagt, dass der deutsche Volksstaatsbürger eben die ungeliebten Anteile, sozusagen die bourgeoisen Anteile auf die Juden oder auf den Juden projiziert. Ein weiterer Kritikpunkt an Postone, den ich mehr teile, und das ist natürlich vielleicht aber auch weniger an Postone selbst zu richten als an die Rezeption, wo es in gewisser Weise ja zu einer zum Determinismus insofern kommt, dass man halt im Ausgehen vom wahren Fetischismus diese Zwangsläufigkeit betont. Ich meine doch, dass der wahre Fetischismus selbst noch nicht mit dem Antisemitismus identisch ist. Es hat zwar miteinander zu tun, also oder anders formuliert, wir können sagen, dass der wahre Fetischismus eigentlich nur die erste Stufe im Prozess der ideologischen Vergesellschaftung darstellt und dass auf dieser ersten Stufe sozusagen noch relativ, also in Grundzügen schon einiges, aber dann auch wieder, vor allen Dingen was die konkreten Artikulationsformen, auch die Funktionen des Antisemitismus betrifft, noch wenig gesagt ist. Wir müssen davon ausgehen, und das wird dann morgen sozusagen auch mit dem Blick oder mit der Wendung hin zur Psychoanalyse relevant, dass eben dieser Wahnfetischismus im Vor- und Unbewussten weiter bearbeitet wird und dass es hierbei auch so etwas wie eine Selbsttätigkeit gibt. Natürlich immer vor dem Hintergrund auch kultureller und das heißt in unseren Breiten antisemitischer Traditionen. Und da bin ich beim weiteren Kritikpunkt, also neben der Kritik daran, dass meiner der Wahnform nicht eins zu eins eine Bewusstseinsform nur auch in dieser Ausschließlichkeit zuordnen kann und sollte, würde ich vor allen Dingen in der Kritik an Postone ansetzen, dass er den Bruch zwischen dem vormodernen Antisemitismus und dem modernen Antisemitismus überstrapaziert, beziehungsweise die Kontinuität vernachlässigt im Antisemitismus, die Kontinuität zurückgehend eben zum religiösen Antisemitismus, den die wenigsten überhaupt schon Antisemitismus nennen. Sehr viele sprechen hier nur von Judenfeindschaft, vor allen Dingen Historikerinnen lassen ja den Antisemitismus in der Regel erst in den 1870er Jahren beginnen, also erst mit dem rassistischen Antisemitismus, erst auch mit dem Wort, mit der Selbstbezeichnung Antisemitismus.
Ich meine demgegenüber, und ich bin, wir können das dann gern diskutieren, diese These, ich bin Anhänger der Kontinuitätsthese, ich meine, dass auch der ökonomisch hergeleitete, also auch der antikapitalistische oder politische Antisemitismus, den Bostone analysiert und ausschließlich sozusagen auf die Waren- oder Wertform zurückführt, dass auch dieser Antisemitismus bei aller Neuheit und bei allen Brüchen in der christlichen Theologie, in der Religion verwurzelt ist und sich ausschließlich davon nähert. Das lässt sich um ein Beispiel, wir können dann in der Diskussion vielleicht noch weitere Beispiele gemeinsam auch finden, aber ein Beispiel zum Beispiel die Abstraktion oder die Frage, die wir auch immer wieder stellen müssen in der kritischen Antisemitismusforschung, warum die Juden? Ja. Bostone und auch die kritische Theorie, oder warum die Juden und Jüdinnen? Bostone und auch die kritische Theorie zum Teil können diese Frage eigentlich nur mit der Geschichte des Antisemitismus erklären. Ja. Also sozusagen Antisemitismus als Folge von Antisemitismus. Ich finde aber, dass wir hier durchaus ohne jetzt, wie gesagt, dieses Postulat der kritischen Antisemitismusforschung zu verletzen, dass er ursächlich nichts mit seinen Objekten zu tun hat, sondern alles mit seinen Subjekten. Dennoch können wir uns die Frage und sollten wir uns die Frage stellen, sozusagen, wodurch bietet sich das Judentum, und da meine ich jetzt als rabbinische Theologie wie Praxis, also wodurch bietet sich das Judentum für diese sozusagen ad hoc, für diese Identifikationen an. Und hier beginnen eben mit der Abstraktheit, und darauf weist auch Sigmund Freud hin, auf diesen Fortschritt in der Geistigkeit, den der jüdische Monotheismus bedeutete. Und das sollte in der Geschichte fatale Auswirkungen haben, diese Abstraktheit. Warum? Auf der einen Seite ist mit dem Abstraktwerden Gottes in Verbindung auch mit dem, oder verschärft durch das Bilderverbot, das wurde in der nicht-jüdischen Umgebung übersetzt in Gottlosigkeit. Also ein Gott, der so abstrakt ist, ein Gott, von dem man sich kein Bild machen kann, der existiert nicht. Also, was ich sagen will, ist, diese unter Anführungszeichen Prädestination zum Objekt des Antisemitismus ist aus zum Teil auch aus jüdischer Glaubenspraxis, aus rabbinischer Tradition verständlich, was ihm nicht heißt, den Juden und Jüdinnen eine Schuld zu geben am Antisemitismus. Das kann er machen, wer besonders perfid ist, weil das heißt dann, also nur weil sie glauben oder an diesen Gott glauben oder tragen sie die Verantwortung. Also, aber auch vielleicht dazu dann in der Diskussion, beziehungsweise morgen. Ich möchte am Schluss noch einmal, ich glaube, wie viel haben wir noch? Außer 10 Minuten. Passt. Ich möchte am Schluss noch einmal auf die Arbeiterinnenbewegung zurückkommen. Also wir haben jetzt diesen Schlenkerer zu Bostone gemacht. Wir sind dorthin gekommen über die Fehleinschätzung des Antisemitismus als Sozialismus des dummen Kerls bei Affirmation eben von beiden, als Fehleinschätzung des Antisemitismus als quasi Vorstufe zur Erkenntnis. Hierzu hat in Österreich Alfred Adler 1887 gesagt oder geschrieben, Zitat, die antisemitische Bewegung ist immerhin eine Bewegung, und zwar eine Bewegung von Volksschichten, die insbesondere bei uns die schwerfälligsten und dümmsten sind. Ist diese Bewegung dieser Klassen einmal im Fluss, dann werden auch sie nicht mehr stillstehen. Das Missverständnis wird ein Durchgangspunkt zum Verständnis sein. Mögen sich die Führer der Antisemiten nur mit den Gedanken vertraut machen, sie besorgen die Geschäfte der Sozialdemokratie. Zitat Ende.
Um vielleicht noch das auch abzurunden und das Scheitern gerade im österreichischen Beispiel nochmal deutlich zu machen, die österreichische Sozialdemokratie hat genau diesen Text von 1887, wo ihm drinsteht, dass die österreichische Sozialdemokratie nicht die Aufgabe hat, also und sie muss auf der Hut sein, dass sie weder von den Juden noch von den Antisemiten dazu benutzt wird, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Ja, diese Aussage, die will ich Adler 1887 nicht vorwerfen, aber die österreichische Sozialdemokratie hat genau diesen Text am 22. Mai 1932 ohne Kommentar wieder veröffentlicht. Ja. Also, ja, deutlicher kann man dieses Scheitern, wie ich meine, auch nicht auf den Punkt bringen. Die Einschätzung des Antisemitismus als Sozialismus des dummen Kerls, als eigentlich grundsätzlich weiterentwickelbarer Antikapitalismus, hat natürlich gerade den Kampf gegen die völkisch auch demokratischen, also nicht religiösen und nicht rassistischen Ausformungen erschwert. Überall dort, wo Antisemitismus sich nicht, und das war ein weiteres Theorem, das in der Arbeiterinnenbewegung ja, Konsequenzen gehabt hat, nämlich das Ablenkungstheorem, also wonach Antisemitismus ein von oben gesteuertes Manöver der Herrschenden ist, also Stichwort Priestertugstheorie, um die Superalternen vom wahren Feind abzulenken, vom Klassenkampf, sozusagen die Juden und Jüdinnen vorschiebt, um hier die Linke zu schwächen, die ja eigentlich gemeint ist. Also dieses Ablenkungstheorem hatte auch fatale Auswirkungen neben dieser Fehleinschätzung. Das ist grundsätzlich anknüpfungswürdig. Ich habe es eingangs erwähnt, die Linke hat erst mit der Kritik der politischen Ökonomie ihr Geburtsmakel, wie ich meine, nämlich den Antisemitismus, zumindest den strukturellen Antisemitismus überwunden. Wo die Kritik am Bestehenden, am Kapitalismus oberflächlich und falsch war, da können wir auch sagen, das gilt auch für heute, also ist, wo sich konkretistisch, wo sich diese Kritik, oder in dem Fall muss man eher von Wut sprechen, also von unsublimierter Kritik, wo sich diese Wut konkretistisch an Kapitalisten oder Ausbeuter festmachte, blieb sie mit diesem Gründungsmakel behaftet. Auch überall dort, wo sozialistische Funktionäre und Funktionärinnen in tagespolitischen Kämpfen und in der Agitation um die Massen die theoretischen Einsichten vulgarisierten, liefen sie Gefahr, in antisemitische Argumentationsmuster zurückzufallen. Die gleichzeitige Distanzierung vom rassistischen Antisemitismus war gewissermaßen das Nebenprodukt zur Opposition, in der sich die Linke zur sich neu formierenden Rechten im Ende des 19. Jahrhunderts befand. Diese Rechte, die im Unterschied zur Linken den Antisemitismus explizit als integralen Bestandteil ihrer Weltanschauung im Programm führte. Das muss man mitbedenken, also diese Opposition zur antisemitischen Rechten, wenn man, wie Schuler mit Wolkow schreibt oder behauptet, dass der Antisemitismus seit damals, Zitat, nicht mehr als akzeptables Element im ideologischen und politischen Arsenal der europäischen Sozialisten galt. Zitat Ende. Und dieser Satz gilt, wie ich meine, zudem auch nicht für Österreich. Ja, zusammenfassend und abschließend noch ein paar Gründe für dieses Scheitern, beziehungsweise auch für die Anfälligkeit deutscher und österreichischer Funktionärinnen der Arbeit gegenüber
antisemitischer Stereotypenbildung. Zunächst, ich habe es erwähnt, ein Beispiel Ferdinand Lassalle, die Feindschaft gegenüber der liberalen Bourgeoisie, also die durchaus konkretistische Züge angenommen hat, auch hier Personalisierung. Ein Beispiel des Antiliberalismus, des Etatismus von Lassalle kann, wie ich meine, die These erhärtet werden, dass diese Feindschaft ein Einfallstor für Antisemitismus darstellt. Marx und Engels meinten, dass das Proletariat oder verlangten, dass das Proletariat in Deutschland sich im Kampf gegen die reaktionäre Bürokratie auf Seiten der liberalen Bourgeoisie schlagen müsse. Demgegenüber Lassalle, der den Hauptfeind eben in dieser liberalen Bourgeoisie ausmacht und der Arbeiterinnenbewegung eben das Bündnis mit der reaktionären Bürokratie, mit der alten Herrschaft auch verschreiben möchte. Im Gegensatz zur marxistischen Auffassung von Staat und Revolution propagierte der sich ab 1860 zum offenen Antisemiten entwickelnde Lassalle die tragende Rolle des ontologisierten Nationalstaates beim Aufbau des Sozialismus. Auch das, ich meine, ja, schon mehr als eine These, je ausgeprägter der Etatismus, der Staatsfetischismus, auch der Nationalismus, desto eher waren Linke geneigt, wie Antisemiten, Antisemitinnen zu sprechen oder auch selber dann zu werden. Soziale Emanzipation erscheint hier nicht mehr als Akt der Selbstbefreiung, sondern als von oben, von den Beamten und den organischen Intellektuellen, wenn man so will, des Volksstaates, den Enderwitz beschrieben hat, analysiert hat, dass eben diese Befreiung gewährt wird. Lassalles Staatssozialismus fand, wie seine auch hierarchisch-autoritäre Parteikonzeption, Eingang in die Theorie und Praxis der Parteien, sowohl der Zweiten als auch der Dritten Internationalen, um dann, das ist weniger bekannt, aber wie ich meine, auch im Stalinismus blutige Realität zu werden. Also das wäre wiederum ein anderes Thema, sich anzuschauen, ob der Stalinismus nicht eher mehr mit der Sozialdemokratie Marke Lassalle als mit dem Bolschewismus zu tun hat, ohne jetzt auch diese Kontinuität zu leugnen. Wie gesagt, dieses Lassalle'sche Bündnis zu Lasten der liberalen Bourgeoisie bildet eben dann eben oder sollte diesen Volksgemeinschaftsstaat bilden. In diesem Staat, wie Enderwitz geschrieben hat, werden die Juden und Jüdinnen wie stets eben auch hier zu Projektionsflächen, der missliebigen Anteile, der bourgeoisen Anteile, die eben nicht integriert sind und die eben der harmonisierte Staatsbürger, Volksstaatsbürger auf die Juden und Jüdinnen überträgt. Also sie werden auch zu Ersatzobjekten für die Herrschaft, die stellvertretend angegriffen werden. An den Juden und Jüdinnen bekämpfen die vervolksstaatlichten Untertanen, welche angeblich kein anderes Interesse kennen als den Gemeinnutz, den Eigennutz. Also das ist in diesem Moment auch hier der Abspaltung. Ja, zum Schluss, es ist meiner Meinung nach vermochte es keine Strömung, weder in Deutschland noch in Österreich, der Sozialdemokratie frühzeitig den Antisemitismus in Theorie und Praxis zu bekämpfen. Die Gründe dafür, ich glaube, das ist deutlich geworden, also es ist nicht nur ein Grund, wir müssen da eben von einer Monokausalität ausgehen. Es sind verschiedene, zum Teil auch konkurrierende, sich widersprechende Traditionen, welche das historische Versagen begründen. Es wäre zu nennen der Ökonomismus, die teleologische Auffassung von Geschichte, wie sie ihren Höhepunkt im revolutionären Attentismus der Zweiten Internationalen fanden, das Verhältnis zwischen Basis und Überbau, Stichwort Ökonomismus, hier von jeder dialektischen Bewegung befreit und ganz mechanistisch
auf eine einförmige Funktionsweise reduziert. Etwas, was auch manchmal, zumindest an einer ökonomistisch verkürzten Rezeption von Bostone kritisiert wurde, dass er sozusagen auch hier quasi die Vermittlung aufhebt zwischen Basis und Überbau und den Antisemitismus einfach ableitet. Ja, also nicht nur, dass der Antisemitismus wie sämtliche Ideologie und Politik zum Anhängsel von Entwicklungen an der ökonomischen Basis verkommt, es scheint auch eine Gegenwehr wenig sinnvoll. Stattdessen vertrauten Bewegungsmarxisten und Marxistinnen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den natürlichen Gang der Geschichte, welcher eben den Antisemitismus zum Verschwinden bringen werde, aber nicht nur, auch das Judentum. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, inwieweit im Marxischen Text und über den Marxischen Text zur Judenfrage der Wunsch der Aufklärung nach Verschwinden der Juden und Jüdinnen nicht auch hier Eingang gehalten. Also da meine ich nicht das physische Verschwinden, sondern das Aufhören der Existenz jüdischen Lebens, also das Judentum, oder hegelianisch formuliert die Aufhebung sozusagen des Judentums in der Nationalität oder dann später im Sozialismus. Aber das würde ich noch nicht als antisemitisch bezeichnen. Ja, ich glaube, ich mache an diesem Punkt, an dieser Stelle mal einen Punkt, um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich weiß nicht, machen wir Pause vielleicht kurz und diskutieren dann weiter oder zum Rauchen? Dann machen wir. Sehr suggestiv.